Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Spintikas. Ist meine Bremse gewesen? Ihr seht hier ein Schlammloch, wo wir uns jetzt durchkämpfen müssen. Ja, das wird lustig. Also, wenn wir dann hier die ganze Ladung wegkriegen, wenn wir mehrmals durch dieses Loch gefahren sind, dann wird es erst recht interessant. Aber dann ist alles aufgekühlt, dann sind schon ein bisschen Rillen drin und Fahrrillen und alles von hier. Ja. Und dann können wir uns wirklich durchkämpfen. Und jetzt fahren wir nach links und fahren erstmal nach rechts. Wege sind eigentlich gleich. Aber ich will nicht einmal geradeaus fahren. Wir können beim nächsten Mal nach rechts fahren. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht das andere Auto noch holen müssen. Aber es scheint so. Außer er kommt sich das los. Nein. Okay. Das mache ich mal ab, dann ist er weniger groß. Dazu sage ich erstmal nichts. Und ja, da sind wir nach dem Cut wieder und ja, es gab einen kleinen Cut. Sorry dafür, aber ich konnte jetzt nichts dafür. Ja, wir sind hier das letzte Mal einen Hang runtergerollt. Weißt du was, wir retten uns einfach zur Werkstatt. Wir machen große Räder drauf. Ja, das eigentlich war es eigentlich schon. Genau, wir mussten ja den anderen retten. So wie ich noch. Weil wir haben nämlich jetzt den nächsten Tag schon. Oder gesagt, ein paar Tage später. Weil mir ist dann noch was dazwischen gekommen, das dann zu machen. Ist ja egal. Auf jeden Fall haben wir es ein paar Tage später. Jetzt müssen wir gucken, was wir machen wollten. Ach genau, wir wollten den hier retten, weil der feststeckt. Theoretisch können wir einen Wegpunkt dahin setzen. So. So, jetzt können wir Allradendifferenzial wieder ausschalten. Denn der fährt jetzt wieder eh ein Stück schneller. Schöne Straßenlaternen sind an. Keine Ahnung, weil die Straßenlaternen hier in die Pampa kommen. Ja, es ist wirklich eine Pampa hier. Oder findet ihr nicht? Ach, und falls ihr euch fragt, warum da oben Dominik steht, das ist mein Real-Life-Name. Ja, das kann man irgendwie nicht ausschalten, das ist halt immer so da drin. Und wie versprochen, mal ganz kurz einen Timer stellen. Wie versprochen werde ich auch mit anderen Personen mal aufnehmen. Das wird aber noch etwas dauern, das kann sich noch 5 Folgen hinziehen oder so. Ist halt nur so schon mal zur Information. Auf jeden Fall, das wird etwas. Ich spoilere jetzt aber auch nur nicht, wer das jetzt sein wird. Das soll ja geheim bleiben.
Jetzt sage ich einmal hier und weiter. Jetzt bin ich überlegen, links oder irgendwie mitten durch die Pfütze durch. Ich fahre einfach mitten durch die Pfütze jetzt durch. Das wird schon passen. Ohne festzustecken bleiben. Es ging, gut. Jetzt setze ich mich direkt davor. Und hier ist ein Loch, ach so. Ich drück also falschen Knöpfe. Oder wie gesagt, Tasten auf dem Controller. Ah, ein Stückchen muss ich noch zurück. Und jetzt hier Auto. Und beschleunigen. Okay, jetzt gibt auch Gas. Und ihr habt ja vorhin gesehen, ich kann zwischen ziehen und beschleunigen umschalten. Und Auto sagen, also dass er automatisch lenkt in das Ganze. Und dann mache ich halt mit der Schultertaste am Controller. Gebe ich halt Gas bei ihm. Das heißt, so gebe ich jetzt kein Gas. Das merkt man, da muss er auch kräftiger ziehen. Und so gebe ich mit dem noch ein bisschen weiter Gas, dann kommt er auch leichter da raus und dann muss er nicht so viel ziehen. Auch. Ich muss selber mal gucken, wo wir hier langfahren. Und da hinten sieht man schon was Schönes. Ich glaube, da ist noch eine Werkstatt. Okay, jetzt dürfen wir mal. Damn! Das war jetzt halt ganz schlecht. Wir müssen mal die Ladung wieder aufladen auch. Kein Problem für mich. Habe ich schon mal gemacht. Komm, bitte setz dich wieder auf. Ja. Okay. Jetzt kann ich den hier an die Seite fahren irgendwo. Das was, ich fahre den direkt hier bei die Werkstatt gleich hin. Bin ich jetzt am überlegen, ob ich hier nochmal etwas hinfahre zur Werkstatt, damit wir die freischalten. Ich glaube, das mache ich. Aber erstmal fahre ich den jetzt dahin. Ich weiß auch, ich habe die Map ja schon mal gespielt. Ich habe ja schon mal ein bisschen reingespielt gehabt. Ich habe ja das Let's Play angefangen, wo das Spiel direkt neu war. Deswegen habe ich schon mal so ein paar Maps schon durchgespielt. Sagen wir es so. Aber es sind auch nochmal neue Maps hinzugekommen. Also so ein paar habe ich auch noch nicht gespielt. Und ich habe vor, dieses Let's Play so... mal schauen. Ich glaube 100 Folgen hinzubekommen. Aber 50 ist erstmal schon mal mein Ziel. Und zwar... ich schalte das Auto jetzt mal frei, das Fahrzeug. Ich weiß nämlich, wo das steht. Das steht nämlich hier hinten drinnen. Irgendwo. Da hinten ist schon mal eine Verdeckung, die werde ich jetzt mal entdecken. Da muss auch irgendwo hier drinnen mal eigentlich das Fahrzeug stehen. Ja. Ich fahre noch ein bisschen hier rum, einfach. Okay, jetzt müsste ich vielleicht mal drehen. Oh, meine Nase ist ganz schön verbeult. Na komm, weiter geht's.
Also schwierig ist, sich hier so durch die Bäume da zu kämpfen. Fahren wir mal ein Stückchen weiter hier oben lang. Oder das ist halt das falsche Gestrüpp, weil... Was meint das jetzt? Geil. Gestrüppwald-Dingsbaums da. Hier. Eigentlich so ein kleiner Mini-Wald, ja. Kleinen Bäumen. Na, wo hängen wir jetzt fest? Da hängen wir fest, okay. Rückwärtsgang. Vorwärtsgang. Und Gas. Und geschafft wieder. Rauszukommen. Dann war das wohl woanders. Woanders, woanders. Egal. Das heißt eigentlich woanders, aber ich sag woanders. Okay. Lass mal so stehen. Genau. Bevor der mir jetzt wieder... umkippt, sage ich Kran. Und erstmal so. Erstmal wieder ungefähr gerade setzen. So. So, nee, ja. Warte mal. So ging das. Nein. Fest so. Kran. Würde ich gerne. Und hoch mit dir. Mal so Stützen ausfahren. Halt schon. Ausrichten. Ausfahren. Und jetzt aus Dingsen. Okay, runter. Sagen. Aber wir können das ja auch. Hä? Ich hab doch greifen gesagt. Okay. Das scheint gerade etwas verbuggt. Okay. Ja. Please. Geh bitte. Okay. Dann sage ich, sehen wir uns gleich nach einem Cut. Okay, da sind wir wieder nach dem Cut zurück. Ich möchte wieder gerne mit dem Kran spielen. Oh. So. Ich sehe nichts so. Nein, jetzt habe ich es fallen gelassen. Soll ich wieder greifen? Jetzt hat er es nämlich komplett. Go. Und ablegen.
greifen und da habe ich nichts bekommen. Gucken, ob ich beide auf einmal bekomme. Nein, bekomme ich nicht. Ich muss jetzt mal schauen, dass ich nur... Nein, 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 nein. Komm, bitte. Hier sehe ich das jetzt gerade nicht sehr optimal. Aber ich kann den jetzt gut greifen. So. Komplett bekommen. Das heißt, ich muss noch ein bisschen ranziehen und noch mal greifen. Okay, jetzt kann ich ihn gehen lassen so. Jetzt noch den letzten. Ich habe den mir extra so gelegt. Falls ein oder andere denkt, hey, warum hast du ihn jetzt gehen gelassen? Noch etwas. Nein. Lass noch mal gehen. Der muss jetzt wieder ein Stück rangezogen werden. Anscheinend alle irgendwie. Okay. Nein, das ist rausgefallen. Ich krieg es nicht gebacken, mit dem Kran umzugehen. Merkt das? Okay. Gehen lassen. Na komm runter und greifen.
und etwas ranziehen. Aufmachen. Und ein bisschen da rechts. Runter. Und greifen. Nein. Na komm, ey, Mann. Ich kann alle mit dem anderen dahinter fahren. Was ich vielleicht machen könnte, wäre... Ich sage... Ich nehme mir das Auto hier und sage, ich möchte es hierhin zurücksetzen. Dann mache ich es so... Wo ist das? Ich glaube, das geht nur, wenn ich... wo ist denn das? Okay, das hier abbau. Holzauflieger? Es ist nicht. Das machen wir mal weg. Das ist Holzaufleger. Machen wir mal dran. Okay, dann hat er das nicht. Der Werkstattanhänger hier. Also Sattelkupplung dran und den dran ist so. Da steht, bring der Fahrzeug in Position. Machen wir. Handbremse anziehen. Okay. Nicht in dem Feld drinnen. So, jetzt nochmal. Werkstattanhänger hier. Okay. Ich werde die Zeit jetzt nochmal etwas überziehen. Ich werde jetzt nochmal so... Ups. Ja, ich werde es noch 5 Minuten machen. Und dann... werde ich die Folge beenden. Das heißt, mal schauen, wie weit ich komme. Ob ich das noch hinbekomme mit dem Verstecken. Ja. Müssen wir uns schon mal rausziehen. Hier und da. Und ziehen. Ja. Ziehen wir uns einfach mal raus. Klar. Na komm, bitte, please. Das haben wir schon mal geschafft bis hierhin.
werden wir es wahrscheinlich auch bis nach da hinten auch schaffen können. Wenn wir es so weit schaffen, schaffen wir es auch komplett anders. Ich finde diese Ansicht da, ja, sie ähnelt schon mehr dem, was man in Realität aussieht, aber ich finde, das ist nur einfach zu wenig. Und die Sicht ist, naja, relativ. Aber wir kommen eigentlich sehr gut durch. Ja, ich bin gerade etwas müde gewesen. Wir haben jetzt 2.17 Uhr im Spiel. Wir haben schon fast 3 Kilometer jetzt zurückgelegt auf dieser Piste. Oder ist er mit dem Auto? Und wir haben nicht mehr viel Kraftstoff. Wir schalten ja jetzt eh die Werkstatt da frei, also dürfte das jetzt kein so großes Problem mehr sein. Oh, nee, das sind Steine, 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 Steine. Und da ist das große Loch, was wir reingefahren haben. Super. Aber wir kommen ja so durch gerade. Da ist der Holzerflieger. Ja. Müssen wir irgendwie gucken, dass wir in der nächsten Folge das Holz wieder aufgeladen bekommen. Ja, ist halt ein bisschen kacke, aber das wollen wir machen. Im schlimmsten Notfall müssen wir es zurücksetzen und zurücksetzen in eine Werkstatt und uns neu beladen. Also neue Ladung holen. Und da werden erstmal wieder 3 Folgen in Anspruch genommen. Außer ihr sagt es so, dass ich, wenn ich es in der Folge nicht schaffe, offscreen machen soll und bis hierhin an diese Werkstatt, nein, fahren soll und ab hier dann wieder mit euch weitermachen soll. Na komm, raus da. Ups, das war der falsche Knopf. Egal. Knopf, sage ich immer. Obwohl es Tasten sind. Oder Knöpfe, keine Ahnung. Komm bitte. Ja, komm. Grab dich frei. Das nächste Mal fahre ich wieder auf der anderen Seite lang, ey. Na komm. Ja, der kribbt sich jetzt gerade sehr weit rein. Aber wir kommen voran. Das ist die Hauptsache schon mal. Wenn es gleich wieder richtig weitergeht, dann sind wir gleich bei der Werkstatt hier. Na komm, weiter geht's. Okay, passt. Und dann sind wir gleich bei der Werkstatt. Ein bisschen größer ausholen jetzt. Alter, wenn wir jetzt nochmal stecken bleiben würden, ich würde mich so aufregen. Vor allem, weil ich hier über den dicksten Hügel fahren muss. Und, ja, ich komme so weiter. Das heißt hier, abmachen und weiter geht's. So, dann steht da ein Bau. Steht da ein Busch. Und wir entladen. Ja. Wir haben es geschafft. Das bauen wir ab. Das bauen wir wieder an.
Und jetzt weiß ich noch. Dass da Kraftstoff war. Das heißt, wir bauen das nochmal ab. Tankwagen. Und das ist der große. Darauf habe ich jetzt eigentlich nicht so sehr Bock. Ja, machen wir das so. Fahren hiermit jetzt noch kurz zum Tanken. Dann betanken wir das andere Fahrzeug. Tanken uns selber auch voll. Jo. Und dann war es das mit der Folge. Und wir fahren gleich hier drüben lang. Na, hier drüben geht es dann auch viel einfacher rein. Achso, das siehste. Kommen wir viel leichter lang. Der Weg ist hier vorne. Er hat immer da, wo die Steine liegen. Das heißt hier rum jetzt. Und da sieht man schon Kraftstoff ganz groß im Weg geschrieben. Ich bin gerade überlegen, ob ich eine halbe Stunde aufgenommen habe. Ja. Wenn es eine halbe Stunde ist, ist es halt eine halbe Stunde und voll. Das ist voll, das ist voll, alles voll. Gut. Jetzt betanken wir noch schnell das andere Fahrzeug. Ich drehe mich jetzt hier. Das ist hier nochmal die Tankstelle. Ich schalte da jetzt nicht nochmal extra an, für die ein paar Liter, die wir da jetzt haben. 10 Liter sind's. Das ist eigentlich schon relativ viel, aber nein. Deswegen halte ich jetzt nicht nochmal extra da an. Okay, jetzt schalte ich nochmal runter. Halte ich hier daneben an. Tankwagen. 118 Liter draufhauen. Kann man das irgendwie anziehen? Nein. Okay. Und Rückwärtsgang reinmachen. Theoretisch könnte ich da jetzt auch einen Tankwagen hinstellen, aber ist gerade etwas unnötig, finde ich. Vor allem muss ich den hier auch durchziehen dann. Aber sowas könnte ich auch offscreen machen, wenn ihr das wollt. Aber wenn ihr das nicht wollt, mache ich das in den Folgen. Okay. Dann sag ich schon mal danke fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da. Schaut beim nächsten Mal auch wieder rein. Es wird wieder sehr interessant werden dann. In der nächsten Folge werden wir dann die restlichen Holzstämme aufladen, damit unsere Ladung wieder komplett ist. So. Dann bis zum nächsten Mal. Schaut bei meinen anderen Videos auch vorbei. Und macht's gut. Nächste Folge Holz aufladen. Bye.